Ordnungspunkte 14a und 14b. Beratung der Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Rekrutierung von Minderjährigen für die Bundeswehr sofort beenden sowie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Keine Rekrutierung Minderjähriger in die Bundeswehr. Und Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Rekrutierung und Einsatz von Minderjährigen in bewaffneten Konflikten ächten. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. Und sobald alle Kolleginnen und Kollegen, die an diesen Debatten teilhaben wollen, einen Platz gefunden haben, können wir auch fortfahren. Ja. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der parlamentarische Staatssekretär Thomas Silberhorn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dienst in der Bundeswehr kann leisten, wer das 17. Lebensjahr vollendet hat. Unsere Einstellungspraxis steht damit vollständig im Einklang mit unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen. Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen verbietet es Staaten, Menschen zu den Streitkräften einzuziehen, bevor sie das 15. Lebensjahr vollendet haben. Und die Bundesrepublik Deutschland gehört darüber hinaus zu den Staaten, die das Fakultativprotokoll von 2000 unterzeichnet haben. Und das sieht ein Mindestalter von 17 Jahren für den Freiwilligendienst in den Streitkräften vor. Genau das praktizieren wir. Und insofern ist in der Bundeswehr niemand Soldat, der das 17. Lebensjahr nicht vollendet hätte. Das entspricht also genau dem, wozu sich die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verpflichtet hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verfolgen mit der Einstellungspraxis der Bundeswehr das Ziel, jungen Leuten die Möglichkeit zu eröffnen, eine Ausbildung bei der Bundeswehr ohne Wartezeit und ohne weitere Nachteile gegenüber gleichaltrigen Berufseinsteigern beginnen zu können. Das setzt aber voraus, dass man vor dem Eintritt der Volljährigkeit auch eine Ausbildung beginnen kann. Andere können das schon mit 15 oder 16 Jahren. Bei der Bundeswehr kann man erst mit 17 anfangen, genau deshalb, weil wir uns unserer besonderen Verantwortung bewusst sind. Aber Menschen, die freiwillig mit 17 Jahren in den Streitkräften Dienst tun wollen, die dürfen wir und die wollen wir daran nicht hindern, sondern wir wollen ihnen eine Perspektive geben, so wie jeder andere Arbeitgeber auch. Wir klären umfassend auf, wir beraten bezüglich der Chancen und Risiken des Soldatenberufs und wir haben ein intensives Assessment-Verfahren, das sicherstellt, dass 17-Jährige nur dann eingestellt werden, wenn sie sich mit den Anforderungen des Soldatenberufs eingehend auseinandergesetzt haben und die erforderliche Eignung aufweisen. Zu ihrem Schutz ist übrigens sichergestellt, dass nur mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreter eine Einstellung von Minderjährigen stattfinden darf. Im Übrigen darf ich darauf hinweisen, dass die Einstellung Minderjähriger in der Bundeswehr ohnehin begrenzt bleibt. Die Zahlen sind aktuell sogar rückläufig. Wir hatten im Jahr 2017 noch 2.126 Personen oder 9,1% aller Eingestellten. Im Jahr 2018 waren es nur 1.679 Personen oder 8,4% aller Eingestellten. Ich will allerdings ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt ist. Das funktioniert nur, wenn und solange Nachwuchs auf anderen Wegen rekrutiert werden kann.
Und dabei steht die Bundeswehr im Wettbewerb zu allen anderen Arbeitgebern. Es wird ja niemand gegen seinen Willen zum Dienst in den Streitkräften herangezogen. Wir reden also über junge Menschen, die aus freien Stücken und wenn sie minderjährig sind, mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreter sich dafür entscheiden, die Bundeswehr als ihren Arbeitgeber zu sehen. Übrigens einen der größten Arbeitgeber in Deutschland. Wir bieten 1000 unterschiedliche Berufe in der Bundeswehr an. Und dafür entscheiden sich junge Leute im Rahmen auch ihres Rechts auf freie Berufswahl. Wer sich für den Arbeitgeber Bundeswehr interessiert, wird durch das Personal der Karriereberatung informiert und beraten und auf dem weiteren Weg begleitet und betreut. Ich finde im Übrigen, dass unser Personal der Karriereberatung wirklich einen klasse Job macht. Es ist das Verdienst der Karriereberatung, dass auch nach Aussetzung der Wehrpflicht ausreichend Nachwuchs für die Bundeswehr bisher rekrutiert werden kann, meine Damen und Herren. Den Schwerpunkt der Karriereberatung bilden natürlich Zielgruppen, die sich in der Berufsorientierung befinden, die sich über potenzielle Arbeitgeber informieren wollen oder die gezielt durch ihre Bildungseinrichtungen an das Berufsleben herangeführt werden. Und deswegen ist die Bundeswehr auf Einladung an Schulen unterwegs oder bei Ausstellungen, bei Jobmessen, Projekttagen und ähnlichen Veranstaltungen. Wir stellen auch sicher, dass Vorgesetzte, wenn sie Minderjährige in ihren Truppenteilen haben, vorbereitet werden und sensibilisiert werden für die besonderen Anforderungen. Im Übrigen ist die Ausbildung für alle Soldaten gleich. Ja, auch 17-Jährige werden an der Waffe ausgebildet. Ich darf an dieser Stelle übrigens darauf hinweisen, dass das bei der Bundespolizei bereits mit 16 Jahren der Fall ist, auch in den Bundesländern, in denen Ihre Partei mitregiert, insbesondere in Berlin und Brandenburg. Die Bundeswehr stellt allerdings sicher, dass minderjährige Soldaten auf keinen Fall dort eingesetzt werden, wo sie eigenverantwortlich mit dem Gebrauch der Waffe konfrontiert sein könnten. Wir schließen alle Situationen aus, in denen diese Gefahr besteht, dass Minderjährige über den Einsatz der Waffe eigenverantwortlich entscheiden müssten. Sie werden also nicht herangezogen für Auslandseinsätze und auch nicht eingeplant für Wachdienste. Ein ganz anderes Thema. Herr Staatssekretär, Sie können selbstverständlich weiterreden. Ich mache nur darauf aufmerksam, das hat Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Debatte. Ich würde gerne noch eine Minute in Anspruch nehmen, mit demütiger Erwartung an meine Fraktion, mir das nicht nachzutragen. Denn es ist ein ganz anderes Thema, meine Damen und Herren, wenn man darüber spricht, dass Minderjährige als Kindersoldaten für militärische Zwecke missbraucht werden, versklavt werden, unterdrückt werden. Das in der Tat ist ein Missbrauch, gegen den auch die Bundesregierung sich wendet und wo wir alle Initiativen dagegen mit unterstützen. Aber auch wenn es allen freisteht, 17-Jährige, die freiwillig in der Bundeswehr Dienst leisten, auch als Kindersoldaten zu bezeichnen, will ich doch darauf hinweisen, die UN-Kinderrechtskonvention bezieht sich gerade nicht auf 17-Jährige, die freiwillig in Deutschland Wehrdienst leisten. Wer sich dafür entscheidet, wer zur Wahrung von Recht und Freiheit ein Bekenntnis zu unserer Demokratie ablegt, der, meine Damen und Herren, verdient unsere Unterstützung und unsere Anerkennung. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Jan Nolte für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin, wir beraten heute über Anträge von Linken und Grünen, die so hier schon mehrfach eingebracht wurden. Sie wurden schon mehrfach in diesem Hause darauf hingewiesen, dass das Problem, das Sie vorgeben, lösen zu wollen, überhaupt nicht existiert, und Sie versuchen heute, politisches Kapital daraus zu schlagen, dass Sie der Öffentlichkeit den Eindruck vermitteln, der Alltag in der Bundeswehr hätte irgendwas mit dem Leid von Kindersoldaten zu tun. Sie erfinden Schauermärchen, und ich wünsche mir wirklich, dass so mancher Soldat, der wegen solcher und ähnlicher Desinformation schon angepöbelt und beschimpft wurde, Ihnen mal schreibt und Sie in die Realität wieder zurückholt.
Zunächst mal ist die Zahl der minderjährigen Soldaten im letzten Jahr um etwa 20% gesunken und die besondere Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen nimmt die Bundeswehr sehr ernst. Fakt ist, dass minderjährige Soldaten nicht an Auslandseinsätzen teilnehmen, sie nehmen nicht am Wachdienst teil und sie dürfen noch nicht mal geimpft werden ohne Erlaubnis ihrer Eltern. Sie scheinen vom Bundeswehralltag überhaupt keine Ahnung zu haben. Ihre Argumentation beruht im Wesentlichen auf dem plumpen linken Narrativ, dass der Soldat ein Mörder sei und das Töten Schwerpunkt seines Dienstes wäre. Ja, und Pöblern, die Gelöbnisse stören, mag so eine Grundlage genügen, aber Sie hier in diesem Hohen Hause sollte selbst die Linke andere Ansprüche an sich stellen. Es gibt keinen Grund, einem 17-Jährigen, der zur Polizei gehen darf oder zum Rettungsdienst, nicht zu erlauben, sich als Arbeitgeber eben auch die Bundeswehr auszusuchen. Ihre Ideologie verstellt Ihnen auch hier wieder den Blick auf die Realität. Sie glauben Ihre eigenen Märchen und halten die Bundeswehr offenbar für einen ganz schlimmen Ort, den man 17-Jährigen nicht zumuten könne. Dabei kann die Bundeswehr gerade jungen Menschen viel Wertvolles auch mitgeben. Sie fordert vom Soldaten Kameradschaft und zwar nicht nur bis zum Dienstschluss und auch dann, wenn das mit Anstrengung verbunden ist oder Mut erfordert. Sie bringt jungen Menschen Selbstvertrauen bei und vermittelt ihnen Verantwortungsbewusstsein für Demokratie und Vaterland. Und die Kollegen der Linken bezweifeln ja die Glaubwürdigkeit derer, die heute nicht ihrer Meinung sind. Das Argument kann ich nicht nachvollziehen, aber über Glaubwürdigkeit können wir gerne mal sprechen. Zum Beispiel können wir über Frau Jelbke aus ihrer Fraktion mal reden, die Informationen über die Bundeswehr bei der Bundesregierung erfragt und sie dann linksextremen Bundeswehrgegnern zur Verfügung stellt. Wie glaubwürdig ist denn eine Fraktion, die heute vorgibt, am Wohl der Soldaten interessiert zu sein und dabei einem Milieu zuarbeitet, aus dessen Umfeld heraus Angriffe auf Soldaten erfolgen und Bundeswehrfahrzeuge in Brand gesetzt werden? Und wir können auch gerne mal über Minderjährige in bewaffneten Konflikten sprechen. 2014 antwortete Ihnen die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zum Thema PKK folgendes. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin. Die Jugendorganisation der PKK hat in einem Aufruf vom 20. Juli 2014 alle Jugendlichen in Deutschland und Europa zu einer 6-monatigen Wehrpflicht in Rojava, Syrien aufgefordert. Unzählige Male haben sie sich seitdem wieder mit der PKK solidarisiert, obwohl diese Information, dass die PKK Jugendliche zur Wehrpflicht aufruft, das wurde direkt an sie übermittelt. Wenn wir heute über Unglaubwürdigkeit reden bei diesem Thema, dann muss es die Unglaubwürdigkeit der Linken sein. Die Anträge sind PR auf Kosten unserer Soldaten. Wir lehnen sie ab. Vielen Dank, Herr Kollege Nolte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, es hat eine Veränderung in der Sitzungsleitung gegeben. Ich entdecke auch gerade meine weibliche Seite in mir. Frau Präsidentin Pau hat schon darauf hingewiesen, dass sie eine gewisse Erwartung an meine Sitzungsleitung hat. Ich möchte Sie da nicht enttäuschen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es Redezeitüberschreitungen nicht mehr geben wird. Es gibt eine einmalige Aufforderung von mir, zum Ende zu kommen mit einem letzten Satz. Und ansonsten entziehe ich das Wort, damit wir rechtzeitig auch die Sitzung beenden können. Als nächster Redner spricht zu uns für die SPD-Fraktion der Kollege Josip Juratovic. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder und Jugendliche sind besonders schutzbedürftig. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sie gelten zu Recht als noch nicht erwachsen. Und wir müssen daher auf allen Ebenen dafür sorgen, dass sie behütet sind. Und das gilt auch für den Bereich Militär. Wie stellt sich die Situation derzeit dar? Die Bundeswehr, die im Übrigen eine Parlamentsarmee ist und im Auftrag von uns Parlamentariern handelt, ist auf Nachwuchs angewiesen. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht gibt es keinen gewachsenen Nachwuchs auf sich selbst mehr, wie er während der Wehrpflicht entstand. Vielmehr muss die Bundeswehr sich aktiv darum bemühen, zum einen für alle Altersgruppen attraktiver zu werden, zum anderen aber auch gezielt junge Leute für sich zu begeistern.
Schulabgänger. Heute sind in der Regel unter 18. Sie werden früh eingeschult und durchlaufen häufig nur noch 12 Schuljahre. Diese jungen Leute wollen wissen, was sie werden. Sie wollen in den seltensten Fällen warten, bis sie 18 sind, um eine Ausbildung zu beginnen. Erinnern wir uns doch an unser eigenes Zeitgefühl in dem Alter. Ein paar Monate kamen uns wie Jahre vor. Die Bundeswehr braucht sie aber und steht damit in direkter Konkurrenz zu anderen attraktiven Arbeitgebern, Stichwort Fachkräftemangel. Das heißt, dass die Bundeswehr auf die Rekrutierung Minderjähriger zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig verzichten kann. Das heißt, dabei muss aber auch klar sein, das muss die Ausnahme bleiben und dass das auch tatsächlich kein Regelfall wird, zeigen die Zahlen. Im Jahr 2018 hat die Bundeswehr laut Bericht der Wehrbeauftragten, des Wehrbeauftragten gut 1.617-Jährige eingestellt mit Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten. Das macht 8,4% aller Diensteintritte aus und 2017 waren es noch 9,1%. Das zeigt, die Zahlen sind rückläufig. Zumal das Problem nur eine relativ kurze Zeitspanne umfasst, denn, und das ist wichtig, 96% der minderjährigen Rekruten wurden bereits in den ersten 6 Monaten ihrer Ausbildung 18. Wenn wir von Minderjährigen in der Bundeswehr sprechen, reden wir also von einem sehr begrenzten Zeitraum. In diesem Zeitraum jedoch, und da stimme ich der Linken und der Bündnis 90, den Grünen, voll zu, muss dem Wohlergehen der jungen Leute besonders Beachtung geschenkt werden. Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich gibt es bereits jetzt diverse Schutzmaßnahmen, die für diese Altersgruppe gelten. Die Ausbildung an der Waffe findet unter strengerer Dienstaufsicht statt. Minderjährige Soldatinnen und Soldaten dürfen nicht an Auslandseinsätzen teilnehmen. Und sie dürfen außerhalb der militärischen Ausbildung keine Nachtdienste und Wachen übernehmen, bei denen sie zum Gebrauch der Waffe gezwungen sein könnten. Das ist der bestehende Schutz, mit dem die Union zum Beispiel zufrieden ist. Und Sozialdemokraten geht das definitiv nicht weit genug. Wir haben zwar Verständnis für die schwierige Position der Bundeswehr in ihrer Werbung um geeignetes Personal, aber das Wohl der Minderjährigen muss im Mittelpunkt stehen. Um es klar zu sagen, auch wir Sozialdemokraten finden, dass die Minderjährigen nicht an Waffen ausgebildet werden sollen. Wir setzen uns dafür ein, dass minderjährige Bewerberinnen und Bewerber bei der Bundeswehr bis zur Erreichung der Volljährigkeit ein ziviles Beschäftigungsverhältnis mit der Bundeswehr eingehen. In diesem Zeitraum lernen sie Dinge, die für militärische Ausbildung ebenfalls wichtig sind, wie politische Bildung, Fremdsprachen, Technik und Fahrerlaubnis. Mit 18 erst beginnt nach unserer Vorstellung dann das militärische Dienstverhältnis, einschließlich der Ausbildung an der Waffe. Damit werden die Schutzbestimmungen für minderjährige Soldatinnen und Soldaten eindeutig verbessert. Und es droht auch keine Traumatisierung mehr, die die Linke beim frühzeitigen Umgang mit der Waffe befürchtet. Darüber hinaus unterstützen wir die Empfehlungen der Kinderkommission des Deutschen Bundestags. Dazu zählt vor allem die Einführung einer erneuten Dienstverpflichtung, wenn die Minderjährigen 18 werden, um sicherzustellen, dass sie freiwillig und sehenden Augen rekrutiert werden. Wir möchten außerdem, dass spezielle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Interessen von Minderjährigen und Rekruten geschult werden. Und wir setzen uns für eine getrennte Unterbringung von Minderjährigen und Volljährigen in Einrichtungen der Bundeswehr ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht die reine Lehre von Strike Aid, die auch wir langfristig durchaus anstreben. Aber mit diesen Vorstößen werden wir unseren eigenen Ansprüchen an uns und unseren internationalen Verpflichtungen gerecht. Und das lässt sich auch international ohne weiteres vernünftig darlegen. Da wir gerade bei Vernunft sind, ich begrüße an den Anträgen von der Linken und Bündnis 90 die Grünen, dass sie weitgehend ideologiefrei formuliert sind. Häufig klingt diese Diskussion vor allem von Seiten der Linke wie ein einziges Misstrauensvotum gegen die Bundeswehr. Die Bundeswehr ist, ich sage es noch einmal, eine Parlamentsarmee, die in unseren Auftrag handelt und unsere Kontrollen unterliegt, und der in zunehmender stürmischen Zeiten eine wachsende Bedeutung zukommt. Dafür erbitte ich mehr Respekt.
Ich sträube mich dagegen, Minderjährige in der Bundeswehr und Kindersoldaten weltweit argumentativ in einen Topf zu werfen. Das ist wirklich ein unredlicher Vergleich und verhöhnt das Leid von so vielen Kindern, die weltweit kämpfen und sterben müssen oder auch als lebende Bomben missbraucht werden. Kolleginnen und Kollegen, wir sollten unsere Energien darauf konzentrieren, international ganz konkret gegen genau diese Missstände vorzugehen. Die Bundesregierung muss gemeinsam mit internationalen Organisationen den Einsatz von Kindersoldaten den Kampf ansagen. Dabei ist es sehr wichtig, dass man sich zum Beispiel darauf fokussiert, dass Kinder weltweit zur Schule gehen, denn dort sind sie am besten geschützt. Wir brauchen eine abgestimmte Außen- und Sicherheitspolitik und Entwicklungszusammenarbeit, um zu verhindern, dass Kinder so häufig Opfer kriegerischer Handlungen werden. Wir reden von 250 Millionen Kindern, die in Kriegen weltweit vielfach missbraucht werden, nicht nur als Kindersoldaten. Darauf sollten wir unsere Energien konzentrieren, Kinder erfolgreich vor Ausbeutung zu schützen. Und wir müssen aufpassen, dass wir keine Scheingefechte über Symbolpolitik führen. Das würde dem Ernst der Debatte nicht gerecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Juratowicz. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Fraktion. Achso, danke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben vor zwei Tagen den Red Hand Days erlebt. Hier vor der Türe waren viele Leute aus dem Plenum dort und haben ihre rote Hand entgegengehalten und wurden Fotos gemacht in sozialen Netzwerken. Und dieser Tag gedenkt an den 12.02.2002, an den Internationalen Gedenktag, der sich mit dem Thema Kindersoldaten beschäftigt. Und für die, die das noch nicht genau wissen, und jetzt schaue ich mal Sie an, offensichtlich wissen Sie dann doch nicht so genau, was das ist. Das sind Kinder, die im Kampfeinsatz in Kriegen eingesetzt werden. Kinder, die töten müssen, plündern müssen, in Minenfelder getrieben werden, die zur Spionage eingesetzt werden und die sich in die Luft sprengen, weil sie dazu gezwungen werden, als Attentäter zu fungieren. Und davon gibt es laut UNO 250.000 Kinder. Sie sind fester Bestandteil militärischer Infrastruktur in Armeen und Rebellengruppen. Sie werden sexuell missbraucht, versklavt und werden oft zu Tätern, weil sie unter Drogen gesetzt werden. Das alles macht einen fassungslos und ist unvorstellbar. Und die UN spricht zu Recht von einer Liste der Schande, in der diese Fälle dokumentiert werden. Und die internationale Gemeinschaft ächtet, auch Deutschland ächtet dies. Und natürlich, liebe Kollegen von den Linken, kann man darüber diskutieren, ob diese Ächtung wirkt. Denn die gibt es ja nach wie vor, diese Probleme. Und man muss auch die Frage stellen, ob unbegleitete Flüchtlinge, die in die Städte kommen, ob man bei den Minderjährigen, sich dieses Themas korrekt annimmt. Aber darum geht es Ihnen überhaupt nicht. Ihnen geht es um was ganz anderes. Sie wollen mit dem Wort Kindersoldaten im Kontext der Bundeswehr eine Assoziation erzeugen. Sie wollen, dass in dem Kopf der Menschen Bilder entstehen. Und in diesem Kontext von Kindersoldaten in der Bundeswehr zu sprechen, ist perfide, ist widerlich und Sie sollten sich schämen dafür. Und Sie müssen nicht begrüßen, um das direkt zu sagen, Sie müssen nicht begrüßen, dass junge Menschen zur Bundeswehr wollen. Sie müssen auch nicht begrüßen, dass Eltern dieser Kinder das erlauben. Das geht Sie gar nichts an. Sie müssen es nicht begrüßen, aber es geht Sie nichts an. Sie können kritisieren, dass Kinder unter 18 ausgebildet werden an Waffen, sehe ich übrigens persönlich auch kritisch. Und der Wehrbeauftragte hat in diesem Kontext gesagt, Rekrutierung von 17-Jährigen müsse eine Ausnahme sein. Das teile ich persönlich. Es gibt eine Reihe von Auflagen, das wurde hier gerade gesagt, für den Dienst vor dem 18. Geburtstag. Und das wissen Sie auch ganz genau. Aber Sie vermischen, und das ist wirklich das Allerletzte, ich weiß auch gar nicht, Sie müssen wirklich Tinte gesoffen haben. Sie vermischen wissentlich Themen miteinander aus reiner Ideologie.
und nehmen eine Überschrift. Nein, es ist eben nicht gut, lieber Kollege. Es ist einfach ekelhaft. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Das macht man nicht. Und dass Sie gegen die Bundeswehr sind, das ödet die Bundeswehr an und den Rest des Hauses. Interessiert einen überhaupt nicht mehr, dass Sie dagegen sind. Sie können übrigens mal Ihre Kollegen Bartsch und Gysi fragen, wie die Nationale Volksarmee 16-Jährige rekrutiert haben, wenn die Herren hier mal irgendwo auftauchen. Aber eins lassen wir nicht zu. Eins lassen wir nicht zu. Dass Sie das Leid von Hunderttausenden von Kindern relativieren. Und wir lassen nicht zu, dass Ihre linke Ideologie unter dem Deckmantel der Humanität etwas in den... Es ist schön, dass Sie sich aufregen. Wir können da nur sagen, Treffer versenkt. Sie sollten sich schämen. Wir nehmen das nicht hin, dass Sie hier Debatten vermischen, nur weil Sie das selber nicht auf die Kette bekommen. Sie sollten sich wirklich schämen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Strack-Zimmermann. Als Nächster spricht für die Fraktion Die Linke der Kollege Norbert Müller. Bitte nicht mit gleichem Stil. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, an dieser Stelle muss man die Debatte doch etwas versachlichen. Vor zwei Tagen, und das war das, wo ich Ihren Beitrag unterzeichnen und unterschreiben kann, haben wir auf Initiative der Kinderkommission zum wiederholten Mal den Red Hand Day hier begangen. Und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die daran teilgenommen haben. Der Red Hand Day ist der internationale Tag gegen Kindersoldaten. Er wird begangen, weil am 12. Februar 2002 das Fakultativprotokoll über Kinder in bewaffneten Konflikten in Kraft getreten ist. Und der Ort, der Staatssekretär Silberkorn, das Fakultativprotokoll setzt durchaus einen internationalen Standard. Und der internationale Standard im ersten Fakultativprotokoll sind die Straight 18. Aber es lässt Ausnahmen zu. 151 Staaten, Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, haben inzwischen die Straight 18 zum Standard erhoben und machen von den Ausnahmen, die ihnen das Fakultativprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention zulässt, keinen Gebrauch mehr. 151 Staaten. Von den Staaten, die noch Gebrauch davon machen, gibt es drei große westliche Industrienationen. Das sind die USA, Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland, die in großer Zahl Minderjährige in die nationalen Streitkräfte rekrutieren. Drei Staaten, die USA, Großbritannien und Deutschland. Und seit 2011, seit die Wehrpflicht abgeschafft oder ausgesetzt wurde, seit 2011 haben mehr als 10.000 17-Jährige den Grundwehrdienst bei der Bundeswehr durchlaufen. Und diese Zahlen sind lange gestiegen. Sie haben sich bis 2017 sogar verdreifacht im Vergleich zu 2011. Sogar verdreifacht und sind jetzt letztes Jahr erstmals leicht rückgängig gegangen. Wir lehnen das ab. Wir sagen, die Bundeswehr als Armee ist kein Ort für Minderjährige. 17-Jährige haben im Wehrdienst nichts zu suchen. Und ich will Ihnen an dieser Stelle gerne ein Zitat vorlesen von Renate Winter. Viele werden sie nicht kennen. Das ist die Vorsitzende des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes, die schildert, warum das genau eben nicht so sein sollte. Ich zitiere: Anstelle des glamourösen, heroischen Umfeldes, das Ihnen in der Militärwerbung versprochen wurde, finden Sie harte Bedingungen, Mobbing, Demütigung als Mittel zur Kontrolle, Einschränkung der Bewegungsfreiheit und, noch wichtiger, Einschränkung der Meinheitsfreiheit vor. Glaubt wirklich jemand, dass das Militär ein Ort für Diskussionen und eine gute individuelle Entwicklung ist? Ist es nicht eher ein Ort, an dem man lernt, reflexhaft zu gehorchen? Um zu lernen, zu funktionieren und um zu gehorchen, ohne zu denken? Um eine Also wissen Sie, dass Sie selbst für die Repräsentanten und die Institutionen der Vereinten Nationen keinen Respekt haben. Das würde mich ja bei der AfD nicht wundern, aber bei Ihnen setzt es mich wirklich. Um eine Berufsausbildung für die Bedürfnisse der Armee zu haben und keine für die zivile Arbeitswelt. Und Renate Winter weiter. Und wie sieht es mit der Gesundheit aus? Mobbing, sexualisierte Gewalt, Gruppenzwang zu gewaltigen Verhalten, all dies führt zu hohen Selbstmordraten. Es wird viel Alkohol konsumiert, um seine Männlichkeit zu beweisen. Es gibt Verletzungen im Training, die zu einer Entlassung führen können. Sind dies die höchsten erreichbaren Gesundheitsstandards, auf die ein Kind ein Recht hat? Und ich finde, das muss man berücksichtigen. Renate Winter als Vorsitzende des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes hat recht. Diese Bedenken kann man nicht einfach wegwischen und wegpöbeln, wie Sie das gerade hier getan haben. Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages hat in der letzten Wahlperiode unter Zustimmung aller Vertreter, das können AfD und FDP nicht wissen, aber immerhin auch unter Zustimmung der Vertreter von SPD und CDU eine Reihe von Empfehlungen abgegeben. Zwei Empfehlungen davon stellen wir heute zur Abstimmung, auch Bündnis 90 Die Grünen. Wir wollen erstens, dass
ein Gesetz eingebracht wird, dass keine 17-Jährigen mehr in die Bundeswehr gezogen werden können, an Waffen ausgebildet werden. Und zweitens, wir wollen, bis das in Kraft getreten ist, die Ausbildung an Waffen umgehend beendet wird. Und ich will zum Schluss kommen, Herr Präsident, weil das hier in den Raum gestellt wurde. Wie muss da gültig die Beschränkung aus dem Fakultativprotokoll umgesetzt werden? Der Werbeauftragte, schönen Dank, können Sie ihm direkt ausrichten für den Bericht. Den finde ich nämlich sehr hilfreich an der Stelle. Kommen Sie jetzt wirklich zum Schluss? Der Werbeauftragte weist darauf hin, dass im Berichtsjahr 2018 eine 17-jährige Soldatin zum Wachdienst mit der Schusswaffe. Herr Kollege, ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen, weil ich Sie gebeten habe, zum Schluss zu kommen. Und Sie haben bereits 22 Sekunden überzogen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als nächster Redner spricht zu uns der Kollege Dr. Tobias Lindner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn Ihre weibliche Seite, Herr Präsident, Sie eher an meine Frau, die dann sagt, komm bitte ins Bett, es ist jetzt spät genug erinnert, will ich zum Thema kommen. Herr Staatssekretär, ich fand die Pirouetten, die Sie gedreht haben, doch durchaus interessant. Sie haben ja hier im Wesentlichen... Ich glaube, wir beruhigen uns mal alle wieder. Vielen Dank. Herr Staatssekretär, Sie haben ja hier im Wesentlichen ein Argument genannt, nämlich dass nach Abschaffung der Wehrpflicht, die wir richtig finden, es notwendig sei, zur Rekrutierung junger Menschen, auch 17-Jährige, für die Bundeswehr heranzuziehen. Ich, meine Fraktion, wir sind der Auffassung, es wäre vernünftiger, den Schritt zur Berufsarmee konsequent zu gehen und eine verantwortungsbewusste und eine vernünftige Rekrutierungspolitik hinzukriegen, die eben nicht auf Minderjährige setzen muss, statt sich hier auf 17-Jährige abzustützen. Und ich will Ihnen mal im Übrigen eine Altersgruppe, von der die Union regelmäßig auf der Landesebene bei Länderparlamenten der Auffassung ist, dass diese Menschen noch nicht reif genug sind, an Wahlen teilzunehmen. Für mich persönlich ist dies ein Widerspruch, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Und ich will Ihnen in der Kürze der Zeit einfach mal zwei Zahlen entgegenhalten. Wenn bei allen freiwillig Wehrdienstleistenden im Jahr 2017 17 Prozent der Menschen, in den ersten 6 Monaten den Dienst bei der Bundeswehr entweder beendet haben oder er beendet wurde, so war das fast bei der Gruppe der 17-Jährigen jeder Zweite. 10% der Menschen haben von ihren 17-Jährigen haben von ihrem Recht auf Widerspruch Gebrauch gemacht. Bei 40% hat der Dienstherr von sich aus sich entschlossen, das Dienstverhältnis zu beenden. Also, meine Damen und Herren, wer hier in den Raum stellt, man bräuchte die 17-Jährigen zur Personalbindung, der muss einfach mal tatsächlich in die Antworten schauen, die die Bundesregierung selbst auf kleine Anfrage gegeben hat, um zu sehen, dass es völlig ineffektiv ist, 17-Jährige zu rekrutieren für die Bundeswehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zweitens, es ist notwendig, ich will es in aller Deutlichkeit sagen, dass Sie die Beschränkungen, die Sie machen, was die Ausbildung an der Waffe betrifft, was den Dienst betrifft, dass Sie die haben. Aber jetzt lügen wir uns mal nicht in die Tasche. Diese Einschränkungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die führen noch zu einem Mehraufwand und zu Komplikationen im Ausbildungsbetrieb, die meines Erachtens, die unseres Erachtens, doch nicht in einem gesunden Verhältnis dazustehen mit all den Problemen und all den Grauzonen, die sich ergeben, wenn man 17-Jährige rekrutiert für die Bundeswehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen einen letzten Punkt nennen. Und da geht es nicht darum, geschätzte Kollegin Strack-Zimmermann, irgendwie Kindersoldaten und die Rekrutierung 17-Jähriger zu vermischen. Das will ich auch nicht tun. Aber ich finde, wenn Deutschland glaubhaft international Antreiber und Vorbild sein will für die Einhaltung des Fakultativprotokolls zur Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, wenn wir international glaubhaft gegen Kindersoldaten kämpfen wollen, dann sollten wir mit einem guten Beispiel voranschreiten und die Rekrutierung 17-Jähriger für die Bundeswehr beenden. Sie ist nicht notwendig, sie bringt der Bundeswehr nichts und im Gegenteil, sie führt auf einen schiefen Pfad, den wir nicht gehen müssen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Lindner. Ich finde, Sie haben eine sehr kluge Frau, an die Sie sich gelegentlich halten sollten. Man muss um diese Tageszeit auch keine Reden mehr halten. Als nächste Rednerin spricht zu uns die Kollegin Kerstin Vierecke, CDU-CSU-Fraktion, mit einem 3-Minuten-Beitrag.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch aus meiner Perspektive könnte der Zeitpunkt der Beratung kaum passender sein. Es wurde darauf hingewiesen, vor 2 Tagen fand der jährliche Red Hand Day der Vereinten Nationen statt. Auf Initiative der Kinderkommission des Deutschen Bundestages haben zahlreiche Abgeordnete, natürlich auch ich, einen rot gefärbten Handabdruck hinterlassen und damit ein Zeichen gegen Kindersoldatentum gesetzt. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat an jenem Tag in einem Beitrag darauf hingewiesen, dass zurzeit rund 50 Armeen oder bewaffnete Gruppen Kinder als Soldaten missbrauchen. Man gehe weltweit von etwa 250.000 betroffenen Kindern aus. Als Schwerpunkt dieser schlimmen Praxis werden einerseits afrikanische Krisenstaaten wie Somalia oder die Demokratische Republik Kongo, andererseits aber auch zum Beispiel Syrien oder Afghanistan genannt. Insbesondere als Mitglied im Verteidigungsausschuss bin ich aufs Tiefste davon überzeugt, dass Kindern ein Leben in Frieden und Freiheit verdient haben und nicht in kriegerischen Auseinandersetzungen verloren haben. Wer wissen will, wie traumatisierend diese Schicksalssaale sind, braucht übrigens nicht nur in genannte Kriegsregionen der heutigen Zeit schauen, sondern sollte sich auch mit den Schicksalen der deutschen Kinder auseinandersetzen, die als Angehörige von Hitlerjugend, Jungvolk oder Volkssturm in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in aussichtslose Gefechte geschickt wurden. Noch besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Zeitzeugen. Und umso wichtiger erscheint es mir aber, hier an dieser Stelle erneut klarzustellen, dass die Rekrutierungspraxis der Bundeswehr überhaupt gar nichts mit den schlimmen Schicksalen von Kindersoldaten zu tun hat. Es besteht ein riesiger Unterschied zwischen einem 15-Jährigen, der in Somalia eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt bekommt, und einem 17-Jährigen, der sich im Rahmen der üblichen Berufsorientierung und nach notwendiger schriftlicher Einverständnis der Eltern dazu entscheidet, seinem Land zu dienen, zur Bundeswehr zu gehen und zum Dienstantritt noch nicht volljährig ist. Wir alle wissen sehr genau, dass die Rekrutierung noch nicht Volljähriger durch die Bundeswehr sehr strengen Regeln unterliegt. Es gibt viele bereits bekannte Argumente. Die Schutzmechanismen sind vielfältig. Das wichtigste Argument kann aber gar nicht oft genug wiederholt werden. Die Bundeswehr ist ein guter, seriöser und verantwortungsbewusster Arbeitgeber. Unsere Streitkräfte schneiden nicht ohne Grund in Attraktivitätsrankings regelmäßig besonders gut ab. Den jungen Menschen bietet der Dienst in der Bundeswehr vielfältige Entwicklungs- und auch Karriereperspektiven. Als Abgeordnete im Deutschen Bundestag sollten wir alle froh und stolz darüber sein. Vielen Dank, Frau Kollegin Fierge. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt erhält der Kollege Jens Lehmann, CDU-CSU-Fraktion, das Wort, ebenfalls zu einem 3-Minuten-Beitrag. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland hat die Konvention über die Rechte des Kindes und die dazugehörige Fakultativprotokoll ratifiziert. Danach dürfen Minderjährige nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen. Sie können auch nicht obligatorisch in die Streitkräfte eingezogen werden. Zudem sind Schutzmaßnahmen für Freiwillige unter 18 Jahren zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, gegen keinen dieser Punkte wird oder wurde verstoßen. Die Behauptung, Deutschland mache von einer Ausnahmemöglichkeit Gebrauch, ist unzutreffend. Sie nehmen Anstoß an der Rekrutierung von unter 18-Jährigen. Zum einen sorgen Sie sich um das Wohl junger Menschen, zum anderen um die Glaubwürdigkeit unseres Landes. Zutreffend ist, dass im vergangenen Jahr rund 1.700 Rekruten bei Dienstantritt minderjährig waren. Aus diesem Grunde durchlaufen die Bewerber ein intensives Auswahlverfahren bei der Bundeswehr, das die Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Soldatenberufes sicherstellt. Nach der erforderlichen Eignung muss selbstverständlich auch das Einverständnis der Eltern vorliegen. Auch hier scheint bei Ihnen ein sehr negatives Bild von Elternverantwortung zu herrschen. Sie versehen keinen Wachdienst und nehmen nicht an Einsätzen teil. Und Sie können die Ausbildung in den ersten 6 Monaten auch ohne Angabe von Gründen jederzeit verlassen. Tatsache ist auch, dass die Zahl von Minderjährigen in der Bundeswehr rückläufig ist. Von 2017 auf 2018 waren es rund 20% weniger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun zu Ihrer Sorge um die Glaubwürdigkeit Deutschlands. Sie erwecken den Eindruck, wir würden nicht entschieden genug gegen die Rekrutierung von Kindersoldaten kämpfen.
Damit vermitteln Sie das Bild, die Bundeswehr würde selbst Kinder als Soldaten rekrutieren und ausbilden. Es sind 17-Jährige, von denen 96% innerhalb von 6 Monaten volljährig werden. Sie nennen Kinder, die unter Zwang und ideologischer Verblendung in den Tod geschickt werden, in einem Atemzug mit unseren Soldaten. Angesichts der Not und der Leiden von Kindersoldaten weltweit finde ich es im höchsten Maße zynisch. Wie können Sie dieses unsägliche Leid instrumentalisieren, nur um die Rekrutierung deutscher Schulabgänger, die freiwillig ihrem Land dienen wollen, zu unterbinden? Sie wollen ein Wahlrecht auf Bundesebene ab 16 Jahren und damit die Mitentscheidung über Einsätze in der Bundeswehr. Andererseits trauen Sie denselben jungen Menschen die Ausbildung in der Bundeswehr nicht zu. Offenbar geht es Ihnen nicht um das Wohl der jungen Menschen, sondern darum, der Bundeswehr die Werbung um Nachwuchs zu erschweren. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Danke. Vorbildlich. Vielen Dank, Herr Kollege Lehmann. Damit schließe ich die Aussprache. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe zunächst auf Tagesordnungspunkt 14a. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses auf Drucksache 1747. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 475 mit dem Titel Rekrutierung von Minderjährigen für die Bundeswehr sofort beenden. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, dann ist die Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Mitglieder des Hauses angenommen. Wir kommen noch zu Tagesordnungspunkt 14a unter Buchstabe B. Seine Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 979 mit dem Titel Keine Rekrutierung Minderjähriger in die Bundeswehr. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann stelle ich fest, dass gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion Die Linke, mit den Stimmen der übrigen Mitglieder des Hauses die Beschlussempfehlung angenommen worden ist. Tagesordnung 14b. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 5549 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist erkennbar der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15.